Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier zurück auf Conhub. Wir schauen uns jetzt das skripteinstellbare Spiegel an, Version 1.0. Das Ganze kommt von meiner Sternie-Idioten. Ich glaube, das ist norwegisch und wird anders ausgesprochen, aber naja, Version 1.0 gibt, weil Skript das Ganze nur für PC/Mac. Jo, wie der Name schon sagt, mit diesem Skript könnt ihr eure Spiegel einstellen. Endlich mal. Es gab ja, glaube ich, schon mal so ein Skript hier auch im 22er, weiß aber gar nicht so genau. Es war auf jeden Fall irgendwie nicht offiziell und irgendwie da im Umlauf, hier im Umlauf. Eine ganz wilde Nummer, jetzt offiziell im Mod-Hub erhalten, aber auch von den neuen Modern. Das ist sein erster Mod, beziehungsweise sein erstes Skript hier. Und ja, aktiviert ihr und dann habt ihr bei allen Fahrzeugen, also egal ob Traktoren, ob LKWs, ob Autos, whatever, Hauptsache sie haben Spiegel in dem Falle, könnt ihr eure Spiegel einstellen. Das Ganze geht nicht nur im Singleplayer, sondern geht dementsprechend auch im Multiplayer. Nicht nur im Dedicated, sondern auch im Hosted, beziehungsweise nicht nur im Hosted, sondern auch im Dedicated Multiplayer. Ne? So rum müsste man es dementsprechend eher sagen. Schöne Sache. Schauen wir uns das Ganze an. Im Innenbereich, beziehungsweise generell alles, was ihr jetzt an Tastaturbefehlen ich euch sage, könnt ihr in den Tastatureinstellungen unter einstellbare Spiegel könnt ihr ändern, nach euren wundervollen Belieben. Generell haben wir erstmal die Funktion, dass wir, wenn wir die Spiegel einstellen wollen, ob wir das überhaupt aktivieren oder deaktiviert haben wollen. Das macht ihr über Steuerung rechts standardgemäß und Keypad 0, also Numpad 0. So, und dann seht ihr jetzt hier dieser Spiegel. Ne, da steht dann der Text dementsprechend mit dran. Das hilft euch oder soll euch zur Orientierung helfen, welchen Spiegel ihr gerade einstellt. Denn mit Steuerung rechts und Keypad 5, also Numpad 5, könnt ihr dann nämlich einmal durchschalten und dann seht ihr rechter Spiegel, Innenspiegel, linker Spiegel und so weiter und so fort. Ne? Ist klar, also das zeigt euch dementsprechend immer an, welchen Spiegel ihr gerade macht. So, dann habt ihr weiterhin, das ist immer Steuerung rechts standardgemäß, dann habt ihr Keypad 2, also Numpad 2 für unten, Numpad 8 nach oben, Numpad 4 nach links und Numpad 6 nach rechts. Und wenn ihr euch jetzt selber, guckt mal auf eure Tastatur, falls ihr am Rechner sitzt, ne, merkt ihr ja selber schon, okay, logisch, 0 ein aus, 5 ändern, 4 dementsprechend nach links, 6 nach rechts, ne, 8 nach oben, 2 nach unten. Ist auch dementsprechend sinnvoll, so schon mal angeordnet. Ne? Könnt ihr aber, wie gesagt, umstellen, wie ihr wollt. Also, wir sind jetzt im linken Spiegel. Ich gehe jetzt hier Numpad 4 und ihr seht, ich stelle den Spiegel jetzt hier dementsprechend nach links, also weiterhin nach außen. Wenn ihr es natürlich übertreibt, seht ihr dann, ne, dass diese Spiegelfläche da hinten kommt, ist klar. Aber ansonsten solltet ihr das ja auch nur minimal verstellen bzw. einstellen, sodass ihr halt seht, hier was Phase ist. Um euch das Ganze vielleicht ein bisschen besser zu demonstrieren, weil hier ist ja nur Schotterfläche und zugegebenermaßen der Xerion ist jetzt auch nicht gerade das übersichtlichste Fahrzeug, was das Ganze hier im Spiel angeht, stellen wir uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen auf der Straße, ne, und da können wir das Ganze jetzt hier deutlich angenehmer einschalten, ne, ein bisschen so, ein bisschen hier, ein bisschen dort, so dass ich das Ganze schön hier sehe. Bin ich soweit zufrieden, gehe ich hier in den rechten Spiegel, stelle mir das Ganze noch so ein, wie ich es hier dementsprechend auch gern hätte, ja, also wie es für mich gerade am angenehmsten ist, auch sehr schön, gehe in die nächste Position rein, kann mir den Rückspiegel hier noch perfekt einstellen, ja, so wie ich es gerne hätte, ah, na, großartig, und jetzt kann ich ja losfahren und habe wundervoll eingestellte Spiegel. Ist das nicht großartig? Es ist doch großartig. Und das Ganze funktioniert dementsprechend halt mit jedem Fahrzeug, egal ob Standard, egal ob Modded, Hauptsache es hat Spiegel und wenn es die Spiegel dementsprechend hat, dann könnt ihr es dementsprechend auch einstellen, ne? Wie ihr es gerne braucht, wie ihr es gerne hättet und so weiter und so fort, ne? Alles in dem Falle hier gar kein Problem. Ne? Ist das nicht schön? Ne? Ist doch herrlich. Ne? Und das nicht nur im Singleplayer, sondern wie gesagt auch noch im Multiplayer. Und das nicht nur im Hosted, sondern dementsprechend auch im Dedicated. Wunderbare Sache. Mehr soll es auch gar nicht machen. Ne? Also das ist die Aufgabe des Skriptes. Das macht es 1A wunderbar. Was willst du mehr? Mehr Anspruch habe ich an den Spiegelskript auch nicht. Und das, was es macht, macht's. Und das ist ja dementsprechend die Hauptsache. Schöne Sache, ich hoffe oder denke, viele haben sich auf den Mod gefreut und oder auf das Skript gefreut und werden es dementsprechend auch benutzen. Log, selbstverständlich sauber. Wir reden hier von 30 Kilobyte, ne? Easy peasy. Könnt ihr also definitiv keine Fehler damit machen.
Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.